Herzlich willkommen heute wieder zu Mach mit, bleib fit für alle, die zu Hause bleiben müssen oder dürfen. Fürs Wohnzimmer, für den Garten oder für den Keller, wenn nichts anderes geht. Wir haben heute einen neuen Tanz für euch, ein neues Tier. Ich weiß nicht, ob ihr schon raten könnt, worum es geht. Ich habe euch wieder mitgebracht, die Lia. Hi. Und ich habe euch wieder mitgebracht, den Eric. Und vielleicht weiß die Lia schon, worauf ich hinaus will. Auf welches Tier? Wir haben doch letztes Mal Rudi vergessen, aber diesmal nicht. Wir haben den Rudi vergessen. Diesmal auch mit dabei Rudi. Und ich habe euch heute einen Frack angezogen, weil ein Frack ist ein wunderbares Kleidungsstück. Und es gibt ein Tier, das immer perfekt angezogen ist, wenn es kalt ist, im Norden, wo die Pinguine sind. Jetzt nämlich wie die Menschen, die im Hotel Ritz in New York immer tanzen. Und Tanz haben wir ja heute. Dressed up like a million dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Super duper! Genau, es geht nämlich um Pinguine. Weil Pinguine sind eigentlich hier vorne weiß, damit man sie von unten nicht sieht. Und von hinten sind sie schwarz, damit man sie von oben nicht sieht. Und so sind sie wunderbar getarnt in diesem wunderbaren Tarnfrack. Und jetzt, Eric, du bist in Kanada geboren. So ist es. Ja. Eric sounds English, Gontier sounds French. So what's the story about you? Eric ist auch Französisch. Eric. What's my story? Was ist meine Geschichte? Ich bin in Montreal geboren. Okay. Montreal ist ziemlich weit weg von hier, von Deutschland. Montreal ist eine große Insel, die viele wissen das gar nicht. Und da reden wir am meisten nur Französisch. So meine Muttersprache mit Mama und Papa ist nur Französisch. Ich musste die Englisch lernen in der Schule. Ich bin von Montreal nach Toronto gegangen mit dem Alter von 10 wegen dem Tanz. Das ist die Hauptschule in Kanada und für euch zu verstehen, mit dem Alter von 10 bin ich so quasi vom Stuttgart nach Hamburg angereist. Allein? Und da gelebt auch. Das war eine schwierige Zeit. Auch weil die reden nicht Französisch in Toronto, die reden nur Englisch in Toronto. Okay. Und das war ziemlich chaotisch in meinem Kopf, aber ich habe schnell gelernt und jetzt rede ich auch Schwäbisch heute. Okay. Was ist denn der Pinguintanz auf Schwäbisch? Also viel Spaß mit dem Pinguintanz. Dann machen wir das. Hey, bist du bereit, Lia? Ja. Super, ich habe echt Spaß gehabt mit dir gehabt bei der Ape Dance. Jetzt machen wir mal ein ganz anderes Tier. Der ist voll süß. Und das Tanz ist mehr einfach. So, wie sieht ein Pinguin aus? Ich habe mich echt Gedanken gemacht. Was denkst du, wie sieht aus ein Pinguin? Also er macht auf jeden Fall so mit den Flügeln. Ja, weil die können nicht wirklich fliegen. Ne? Die sind richtig gut unter Wasser. Ne? Die fließen durch das Wasser. Aber ja. Hochfliegen machen die nicht viel. So, lass uns diese Position nehmen. Wir sind einfach so, wir sind ein kleiner Pinguin. Und wenn Sie haben schon die Ape Dance gemacht, Sie kennen diese Schritte schon, wie von der Dusche, nur ohne die Hände. Recht zu, links zu. Ich habe das extra gemacht, weil die Kinder, die kennen schon die Schritte. Aber das ist schon zu einfach, oder? Ja. Ja, ich denke, wir sollen es auch so machen. Ja, sehr schön. Und so, was können wir machen? Wir machen. Recht, links, links. Dann machen wir eine große Plie, okay? Sieht so aus. Die kann schon, they can open the wings ein bisschen, ne? Viermal. Und dann machen wir nochmal das. Eins und zwei und eins und zwei. Eins und zwei und eins und zwei. Ein. Cool. Sollen wir das mit Musik machen? Au, ja. Ich habe eine voll süße Musik für dich. Let's go, DJ. Bist du bereit? Und links. Und Plie. Du kannst aber ein komisches Gesicht machen mit der Plie. Sehr schön. Da kannst du lächeln. Und komisches Gesicht. Okay, lass uns Pause machen. Wie war's bis jetzt? Sehr gut und einfach. Ja, und die Rudi, hat er auch mitgemacht, weißt du das? Ich glaube schon. Ich habe die gesehen vorher, aber der ist irgendwie ist verschwunden. Wir finden die später. Ja. So, machen wir weiter. Was macht die Penguins auch? Ah ja, weißt du, die sind auch ganz schüchtern, habe ich gehört. So, was wir könnten machen,
Ja, ich habe das gelesen irgendwo. Lass uns zwei Pose machen. Du kannst jede Pose, was du willst, machen. So, du kannst eine coole Pose machen oder du kannst eine Pinguin-Pose machen. Was würdest du machen als Pose? Oh, ein starker Pinguin? Ja. Und du brauchst zwei. Was ist die andere? Oh, eine coole Pinguin. Okay, gut. Aber sie nehmen die Pose, die sie wollen. Okay, Kinder? Alles, was sie wollen. So, wir machen zusammen zwei Posen. Los. Ich war auch stark und ich war auch cool. Ja? Und dann, was passiert ist, dass die Pinguine sind voll schüchtern. Und dann, die sind nicht mehr schüchtern. Pose. Und Pose. Und schüchtern wieder. Und das machen wir viermal, Kinder. Okay? So, einfach jede Pose, was sie wollen. Sie müssen nicht Muskelpinguin machen. Alles, was sie wollen. Beine Hochpinguin oder sie können auch Beine Downpinguin oder was sie wollen. Okay? Und dann nach das machen wir wieder unser Anfang, na, mit unserem Wüb, Wüb und dann eine Pose am Ende zu fertig machen. Was soll das letzte Pose sein? Was macht die Rudy immer als Pose? Sowas? Rentier? Sowas? Ich glaube so. Dann lass uns die Rudy am Ende machen. Okay? Cool. Musik DJ, jetzt geht's los. Position zum Rest. Rechts. Gut, links. Und jetzt mit Wup. Gut, Lea. Gut, Kinder. Und nochmal. Sehr schön. Nochmal. Jetzt kommt langsam, Kinder, die Posen. Bist du bereit? Jetzt. Schüchtern. Und Pose. Schüchtern. Und Pose. Schüchtern. Kreis. Und wir gehen zurück zum Anfang. Jetzt geht's los, Kinder. Rechts. Sehr schön. Und jetzt den Hut. Eine letzte Mal, okay? Und los. Mit rechts. Links. Und jetzt den Hut. Jetzt bist du bereit? Jetzt machen wir den Rudy. Hey, super. Ja. Hier kommt der Pinguin, der Pinguin. Eric, wir wollten noch, du bist in Kanada geboren, ja. Französisch kannst du, Englisch kannst du. Ja. Unsere Schülerinnen und Schüler, die lernen auch Englisch, die lernen auch Französisch. They all speak English and French. Yes, why not? Das ist fantastisch. To the song again and the dance again, this time in English. Why not? Okay? Wow. Well, Lea, I'm gonna count in English when we do the dance, but maybe we'll do a few corrections. Na? Ein paar Korrekturen sind ganz wichtig. Lass uns unsere Pose hier nehmen. Ich habe auch gemerkt, es ist schwierig, das zu machen, no? Weil die Hände, yeah, die gehen nicht wirklich hoch hier. So, lass uns mehr unten flattern, so flattern, oder? Wie heißt das in Deutsch? Kennst du das? Diese Bewegung, was ist das? A flutter, we say in English. Anyways. Und dann, ich habe auch gemerkt, in dieser Plie hier, muss die Hände viel mehr, ja, dass sie machen wirklich. Und dann wieder hier. Und wie war deine Posen? Magst du deine Posen? Wie waren ihre Posen, Kinder? Waren die cool? Vielleicht eine Minute denken an ihre Posen. Hab ich. Und du? Ich auch. Gut. Und wie war dieser Schüchtern-Moment? Was haben wir da gemacht? Ich hab so gemacht. Ist das Schüchtern oder ist das mehr ängstlich, oder? Mehr ängstlich, ja. Ja. Was ist mehr Schüchtern? Ja, sowas? Das ist auch ängstlich. Wir müssen aufpassen. Nicht Angst haben, ne? Tanz macht Spaß. Nur spielen. Ja, oh ja, vielleicht sowas, oder? Ja. Was haben wir ganz am Ende? Wir haben unsere letzten Schritte mit den Korrekturen, nicht vergessen, die Hände. Und dann wir haben die Rudy gemacht am Ende. Wie sieht deine Rudy aus? Zeig mal. Süß! Ja, cool. Ich mach die selber. Ich mach nur die Hände ein bisschen größer und so. Weil in Kanada, es gibt viele von diesen Tieren. Ganz viele, ja. Und wir haben ein Caribou. Kennst du das Caribou? Ja. Das ist ein riesiges Tier und der hat ein riesiges Ding da auf seinem Kopf. Boah. So, das ist, warum ich mache große, weil ich bin aus Kanada. Und du machst ein bisschen süßer. Du bist ein deutscher Rudy. Okay. Ja? Cool, okay. Now we're gonna do the dance and I'm gonna sing in English. I'm gonna count in English. It's gonna be complicated, no? All right, DJ, give me the music! All fingers ready? To the right!
Okay, down und down und down und down to the right. Sehr gut, Lea, very well. Und down und down. All right, now we're gonna strike a pose. Schuster. Schüchtern, schei, schei, Pose, Pose, ein bisschen scharfe, oh, du hast meine Pose gemacht, ich war auch. Schüchtern, okay, we make a circle, I'm chasing you, all right, to the beginning, very good, girl, here we go, with a plie, one more time, good kids, you're doing great, plie. Are you ready for Rudy? Now! So, thank you very much. Thank you very much, Lea. Thank you very much, Eric. That was the Penguin song. See you tomorrow.